Einen wunderschönen Freitagmittag wünsche ich euch. Hier ist eine neue Folge LS19 Holzer Map mit dem Paul und heute ist auch der Simon mit dabei. Schönen guten Tag. Hallo. Hallo. Ja, ihr Lieben. Ah, ewige Diskussion jetzt. Lass mal gucken, wo das noch hinführt. Die Aktion mit dem Zaun. Eieiei. Ich bin nicht irgendwie kurz davor zu sagen, ich möchte gerne meine Investition von 30.000 gerne wieder zurückhaben. Ja, ne? Musst du echt mal bringen, ey. Ja. Das Problem ist, dann ist halt auch der Ernter weg. Das ist mir eigentlich relativ Hupe. Ja. Den Ernter hat er sich ja eigentlich nur gekauft, weil er ansonsten nichts zu tun hätte. Ja, weil er halt gerade ein Feld hat, wo es drauf ist. Ja, nicht nur das, das andere kann er nicht dreschen, weil es ja regnet. Ja. Und weil er seinen Drescher immer noch verliehen hat. Genau, mit unserem Schneidwerk. Da gab es ja auch heiße Diskussionen. Oh ja. Eigentlich habe ich damit gerechnet, dass Werner sagt, er kauft ein eigenes Schneidwerk irgendwann. Ja. Aber irgendwie kam bisher noch nichts. Was ein Anti-Mate, ey. Hat da schön den Zaun eingesetzt. Eieiei. Naja, ich meine, du kommst ja noch zum Viehhändler, ne? Du musst dann jetzt halt nur über sein Feld fahren. Rein theoretisch. Ich werd das gleich mit meiner besseren Hälfte einmal besprechen. Mit deiner besseren Hälfte? Ich geh mal wieder runter. Ja, alles klar. Bis dann. Tschüss. So, ich wollte eigentlich noch was ganz anderes mit denen besprechen. Oh, ich hasse es, Drecks Maus Control. Die funktioniert einfach nicht. Was hasst der denn jetzt schon wieder, mein Gott? Wenn ich Maus Control machen will, dann läuft sie mal normal und mal läuft sie ganz langsam. Könnte ich durchdrehen. Ich weiß nicht warum, weil meine Maus, an der liegt's nicht. Die läuft ganz normal. Okay. Ich hätte jetzt eher echt gedacht, der baut hier an der Straße hier einen Zaun hin. Ja. Ich hätte es gedacht, er baut die BGA zu. Oder so, ja. So. Wie viel ist denn noch im Silagebunker drin? Hast du geguckt? Ich kann gerade gucken. 20.000. Okay, also einmal LKW noch. Genau. Wollen wir gleich nochmal zu Ron und Simon runter? Ja, können wir machen. Können wir auch sofort runter. Ich würde gerne die Sache mit dem Holz bei uns nochmal besprechen, wurde es letzte Woche irgendwie so halblebig. Ja, können wir machen. Bin ich dafür. Wegen unserem Gras können wir vielleicht nochmal quatschen. Alles klar, dann treffen wir uns unten. Warte kurz, ich muss noch die Taste suchen. Da, okay. Hallöchen. Hallöchen. Hallo. Na? Na? Ihr bringt ja schon wieder Regen mit. Nein, das war mir nicht. Der war schon da. Ach ja, stimmt. Wir hatten letzte Woche mal so spaßeshalber darüber geredet, wegen unserem Wald. Okay, ich merke, es war kein Spaß. Tatsächlich ist es mir mehr oder weniger egal, aber ich fände es auch cool, wenn ich da durchfahren kann. Daher die Frage, ob ihr da tatsächlich Interesse dran hättet. Simon? Oh, Paul, jetzt wird's eng. Warte, ich fahr rückwärts. Wenn wir Zeit finden? Also prinzipiell kann man sagen, also wir müssen jetzt nochmal genau gucken, aber eigentlich haben wir jetzt großartig nicht mehr viel zu tun. Okay. Deswegen werde ich überlegen, ob wir da ein bisschen zusammen. Ja, ist ja gut. Theoretisch könntet ihr euch auch schon mal die Seilwinde holen. Die steht ja bei uns am Hof. Ich habe aber keine Kettensäge. Richtig. Habt ihr kein. Also eine Kettensäge lässt sich ja relativ. Ja, aber ich brauch die ja nicht. Wollte gerade sagen, wir brauchen sie ja nicht. Danke. Ja. Ich bin mal kurz die Box ins Uwes Feld gefahren, das ist nicht so schlimm. weil wir Stich dich doch im Grott drauf. Weil wir aktuell noch ein bisschen beschäftigt sind. Ja, kann man euch irgendwas helfen, dass es schneller geht? Nee, nicht wirklich aktuell, glaube ich. Beziehungsweise, wie habt ihr es eigentlich vor, das zu machen? Wollt ihr das Holz über die ganze Karte schleifen? Wenn es sein muss. Das sind wir schon gewohnt. Also ich weiß ja nicht, aber das ist vielleicht ein bisschen anstrengend durch die ganzen Zäune durch, oder? Ja, das stimmt. Ich müsste mir das erstmal angucken.
wie man es am geschicktesten macht. Wir könnten ja jetzt dann mal einen Besichtigungstermin machen. Was hältst du davon, Simon? Könnte man machen. Das klingt so falsch. Ja. Besichtigungstermin. Wie schaut's aus? Wie viel kriegst du noch drauf? Ah, noch eine ganze Ecke. Ja, 6 Stück, glaube ich, ne? Ja, ich bin bei 62%. Ja. Wir überlegen uns das noch, wie wir das am besten irgendwie gescheit machen. Ja, bewerkstelligen können. Die andere Frage wäre noch, wir haben da so schönes Gras am Hof liegen. Ja. Will das jemand pressen? Beziehungsweise, wie lange braucht ihr eure Presse noch? Also wir haben noch ein bisschen. Okay. Dann schauen wir mal. Ich kenne ja noch so einen anderen, der hat noch so eine wilde Presse. Eine wilde Presse, ja, aber die sind beleidigt mit uns. Ja, oh, genau. Oh. Die sind beleidigt. Ist aber nicht schön. Die verstehen keinen Spaß, weißt du? Deswegen. Ja. Was habt ihr denn Schönes gemacht? Wart ihr das mit dem Zaun? Ja, ja. Oh! Also hat den Zaun Werner gar nicht gebaut, sondern ihr habt den Baum gebaut. Welchen? Den war Viehhändler? Ja. Nee, den hat er selber gebaut. Ach, den hast du selber gebaut. Er ist bei uns durch Feld 27 durchgefahren, wenn er immer wieder um seine Wiesen rumgefahren ist. Hm? Und dann haben wir gesagt, so, jetzt ist mal fertig mit durch unsere Frucht durchfahren und haben da Zäune hingestellt an die Einfahrten. Und das fand er jetzt nicht ganz so lustig, hat gemeint, das Spiel kann er auch spielen. Ja. Man kann auch kleinlich irgendwie sein. Ja, ja. Ja, ja. Er sowieso. Wow, ein Zaun. Nee, kein Zaun, ein Stein. Wow. Nur nicht umkippen. Ist nicht gut. Das kennt Simon schon. Genau, das kenne ich schon. Alles noch im Gefahrenbereich. Also wir melden uns wegen dem Bäumchen nochmal. Wie viele sind es denn ungefähr? Ich weiß gar nicht mehr, waren aber schon ein paar, gell? 500. Das ist prinzipiell egal, also ihr könnt von mir aus den ganzen Wald abholzen. Mir geht's nur darum, ich hätte halt ganz gerne Zufahrt zu meinem Feld da oben. Das wäre cool. Ja klar, wäre da auch schon da dran, ne? Genau. Ja, man kommt auch so dran, aber es ist halt immer so ein bisschen Durchzirklerei. Nee, kriegen wir. Das denke ich, wenn wir ein paar Bäume raus haben, damit ihr eine schöne Schneise habt, wäre das wahrscheinlich nicht schlecht. Also ich glaube, das gesamte Land, was Wald ist, ist relativ viel. Wie gesagt, liegt bei euch, wie viel ihr machen wollt. Wir schauen mal. Huch, ich komme da mit Simon vorbei. Ja, ihr könnt ja dann nochmal quatschen kommen, genau. Alles klar, hoch. Also gut. Okay. Ja, bis dann, bis später. Ciao. Du mit deiner. Ist mir egal. Jedes Mal Boxe nerven. Jedes Mal aus dem Konzept bringen. Aber das funktioniert. Wow. So, Silo ist leer. Sehr schön. Fahr ich den LKW noch einmal weg und dann war's dies. Ist noch am Heu machen, ach du Schande. Okay. Heu, heu, heu. Heu, heu, heu. Heu, heu, heu. Ja, können wir uns ja mal wieder was Schönes kaufen, ne? Oder wir sparen weiter. Ich würde tatsächlich noch ein bisschen weiter sparen. Ja, können wir noch machen. Beziehungsweise, wenn es für ein Feld reicht, wäre es natürlich auch geil. Wäre ich aber, ehrlich gesagt nicht abgeneigt, wenn wir mal ein bisschen sparen für irgendwas. Ja, Traktor wäre dringend mal nötig, aber das ist halt alles so schweineteuer. Oh ja. Und im Endeffekt bringt es uns halt nicht viel mehr. Weil das, was wir im Moment tun müssen, kriegen wir mit unseren gemacht. Das stimmt allerdings. Das ist halt leider das Problem. Der JCB packt das ja ohne Probleme. Ja. Ich habe auch schon überlegt, ob man einfach mal düngetechnisch ein bisschen umrüstet. Meinst du eine größere Spritze? Oder? Kalken an sich habe ich eh keinen Bock drauf, ehrlich gesagt. Ja. Und wenn, kann man sicherlich irgendwo einen ausleihen. Und ansonsten wäre halt eine Spritze einfach viel vielseitiger. Weil wir können damit Unkraut entfernen und düngen und wir können damit drüber fahren, wenn es schon gewachsen ist. Weil mit dem Düngerstreuer können wir ja nicht drüber fahren.
Aber dann eine, die man auch entladen kann. Vielleicht. Ja, aus dem DLC oder so mal. Ja. Nicht diesen dämlichen Billigmod da. Nee, nee. Ah, shit, jetzt wollte ich. Eins wollte ich noch kaufen. Ah, egal, das eilt jetzt noch nicht. Oder? Doch, eigentlich eilt schon. Hm, egal. Oh, Werner kommt mir entgegengeschossen. Ich war mal die. Oh, oi. Ich glaube, er ist ein bisschen an der Piste. Nö, das nicht, aber er fährt halt immer wie eine gesenkte Sau. Na gut, das kennen wir ja nicht anders, ne? Mit seinem Unimog. Boah! Alter, war das ein Leck hier. Jo, jo. Wow. Da liegt noch ein Strohquaderballen rum. Bei denen am Feld. Und da liegen noch zwei Grasquaderballen rum. Wow. Ah, ja. Könnten sie vielleicht auch mal wegräumen. Ha! Mit Sicherheit nicht. Oh, bring ich gleich den LKW her zu Uwe und Boxe, oder? Du kannst im Prinzip zum Maschinenring hochfahren, weil die müssen ja eh von dort aus weg. Ah ja, okay. Fahr ich denn da hoch. Die werden ja sicher Silage verkaufen. Ja, wenn du Werner ärgern willst zum Viehhändler, dann fährst du schön über sein Feld drüber. Fertig. Hast du schon verkauft, oder was? Nee, ich bin gerade auf dem Weg. Ah, okay. Bin gerade auf dem Weg, oder bin gerade angekommen, sagen wir es mal so. Irgendwer blockiert hier, irgendein blauer Unimog blockiert die Einfahrt. Was ist ein blauer Unimog? Ja, ja. Nee. Werner ist auch nicht mehr blau. Nee, nee, Werner ist rot, aber ach, hier steht ein blauer. Simon. Achso, du fährst ihn gerade weg. Haben die jetzt schon wieder? Wo steht jetzt mein Auto? Da. Was? Wo steht denn jetzt mein Auto? Ja, Traktor, ist doch alles gleiche. Ist dir da was entgegengekommen? Ja, Simon fuhr vor mir, ja. Achso. Ronny mäht wieder jedes Eck. Er nimmt es halt genau. Ja. Ja. Allerdings.
ihr Lieben, dann sind wir schon wieder fertig, ey. Das ist Wahnsinn. Na gut, ihr Lieben, dann erstmal war es das für diesen Moment. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, schreibt in die Kommentare und wir sehen uns später wieder. Bis dahin, tschüss und bye bye. Tschüsschen.